Versteckt im neuen Office 365 ist auch eine kleine Screen-Recording-Software, die nennt sich Office Mix. Und ich habe hier schon mal gezeigt, wie man sie installiert. Wenn man sie installiert hat, dann hat man eigentlich ein schönes kleines Tool, das man eigentlich unter PowerPoint mitbenutzen kann. Ich mache mal das, möchte es euch mal zeigen. Wenn man eine leere Präsentation aufmacht, da findet man und man hat Office Mix installiert. Da kann man sagen, dann tun wir den mal weg, den brauchen wir jetzt gerade nicht mehr. Dann macht man eine kleine neue Präsentation auf und sagt Office Mix Demo. Mit dieser Screen Recording Software kann man anschließend Dokumentationen mit aufzeichnen als solches. Das ist recht praktisch. Man findet die oben hier, da haben wir einen schönen Mix-Button, der ist sichtbar, da das ja ein Add-in ist, ist dieser Tab zur Verfügung, wenn die Software installiert wurde. Und die Software ist unter mix.office.com erreichbar. Wenn man dann was aufzeichnen möchte oder ein Video erzeugen möchte, dann geht man hier auf bei nicht bei Einfügen, sondern hier bei Mix Screen Recording, nicht das Slide Recording, sondern Screen Recording. Das nimmt der gesamte Bildschirm auf, das nimmt die Bildschirmmappe auf, als solches, ne, wenn man Präsentationsmappe hat. Wir gehen mal auf Screen Recording. Hier hat man oben dann diese Leiste mit drauf. Und jetzt ist es so, jetzt kann man Bereich auswählen. Ich sage mal, ich will hier meinen ganzer schönen Monitorbereich haben. Mein Monitor ist ein bisschen größer. Wenn ich jetzt sage Aufzeichnen, dann geht er hier gleich los. Wenn ich jetzt auf meinem Desktop bin, dann zeichnet er jetzt alles auf, wie es vorhanden ist als solches. Der macht es so schön, da sage ich, naja, ich möchte hier zeigen, wie man in Word ein neues Dokument erstellt. Machen wir mal hier ein neues Word-Dokument. Ja, und wie man da hier halt, jetzt letztendlich, er zeigt halt den Monitor mit auf. Gehe ich mal auf Google und mache irgendwas, ja. Office Mix. So, das zeichnet er auf, das kann man jetzt hier mit quasi darstellen. Und hat oben, wenn man auf diese Leiste geht, sieht man auch immer dieses Start-Stop-Menü mit anzeigend. Man kann Audio auswählen als solches und der Mauszeiger muss nicht unbedingt aufgenommen sein. Machen wir mal Stopp und jetzt haben wir dieses Video-Element als solches. Das ist jetzt als Element hier mit drin in meiner Slide. Ja, die kann man dann also, ich habe eine PowerPoint-Slide. Und da könnte ich jetzt auch dieses Video mit Wenn ich anzeigen. jetzt auf meinem Desktop bin. Und man kann dann quasi das Element als solches weitergeben. Ja. Kann jetzt diese Präsentationsmappe weitergeben. Und es ist noch ein Trick dabei. Wenn ich hier drauf bin, dann kann ich eigentlich hier bei meinem Mix auch, war es, Export to Video. Ich kann dieses eigentlich auch speichern, allerdings das komplette, also so wie die Mappe ist. sieht man jetzt nicht. Muss ich hier mit anzeigen. Da kann ich unter Mix, Export to Video, kann ich jetzt dieses gesamte hier im Ablauf auch zeigen als Video und kann das jetzt hier speichern unter Demo 2 oder so. Ne? Ja, genau so. Und zwar nimmt er die Überschrift von der Slide. Jetzt exportiert er und macht eigentlich auch gleich ein schönes. Läuft und läuft und läuft. Jetzt ist er fertig. Close. Und jetzt kann ich die Mappe, wenn ich sie zumache, speichern. Kann ich mir eigentlich mein Video auch woanders anschauen. Machen wir mal hier das Dokument. Habe ich meinen Datenordner drin. Nicht Daten in meinem Desktop. Unter dem Testvideo. Wenn ich mir das jetzt mal anschaue. Das mache ich zu, da habe ich meinen Testordner. Da haben wir dieses Office-Video, das wir gerade eben aufgemacht haben. Nein, das ist es. Office Mix. Wenn ich
jetzt auf meinem Desktop bin, dann zeichnet er jetzt alles auf, wie es vorhanden ist als solches. Der macht es so schön. Und man sieht auch hier, dass er diese Überschrift mit dabei hat. Und man könnte das Gesamte jetzt auch casten auf einen Monitor oder Projektor. Von daher ist eine recht praktische Software. Sie steht zur Verfügung, wenn man Microsoft Office, PowerPoint hat. Von daher kann man es gut einbinden und verwenden. Also zumindest jetzt ist dann der Preview und kostet nichts. Und Office als solches, wenn man es als Abo hat oder so, hat man eh die Gebühren bezahlt.